Servus und willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ja, heute habe ich mir wegen Verstärkung geholt. Die stehen bei mir auf dem Dach, weil ich habe mal so, genau die zwei da. Goldrio. Hallo. Weil wir haben so festgestellt, dass da hinten so viel Erde liegt und meine Kiste komplett voll ist, dass sie mir mal angeboten haben, wegen die Ebene zu machen. Mhm. Jo. Hab extra Torches mitgebracht. Torches habe ich immer einstecken. Nee, hier die, die blauen. Ah, ja, die blauen. Habe ich auch dabei. Ich habe hier meine Wunderkiste mit. Genau, ich habe doch bis beim letzten Mal gesagt, da den wir den Jürgen am besten brauchen mit seinem Filler. Na, das habe ich gesagt, das ist doch kein Thema, machen wir. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das so. Ich habe übrigens noch was für dich mitgebracht. Ich habe meine armen Leute da ein bisschen ausgebeutet. Ja, ich habe nichts zum Ausbeuten. Aber sag mal, sind die jetzt blank? Na, sind wieder angepflanzt halt. Wird ja wieder wachsen. Ich habe ja da nicht ohne Grund einen Loader liegen. Ach so. Loader. So. Ja. Das heißt, ich brauche jetzt, unten. Zack, 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 zack. Okay. Starkes Licht kommt gleich, dann ist das ja gleich schnell erledigt. Oh ja, das ist wirklich schnell erledigt. Ich habe eine komplett volle Zelle dabei. Okay. Also wenn du eine 64x64 mal 10er Ebene ausheben willst, kein Ding. Können wir. So, gut. Und der muss dahin. Ha, ich hält. Das Schöne ist, ich habe keine Stecke. Hallo, Stöckchen. Aber, Fotos. Was schätzt du, wann, in welchem Zeitalter, so um 1300 wurde das Jetpack erfunden? So circa? Ja, das habe ich ja, ja. Hast du schon mal in meinen Keller geschaut? Hast du schon mal irgendeinen gesehen, der wo im Keller, ja, da steht mal Zeit. Da steht mal Zeit. Ist mal Zeitmaschine. Ja. Ach. Draußen läuft ein Creeper rum. Ja, ich muss nur aufs Dach. Wollte ich gerade sagen, wir gehen vielleicht vom Dach, runter. Da haben wir bessere Übersicht. Ich würde sowieso sagen, dass Drake am sinnvollsten seinen Bereich absteckt. Ja. Ja. Wer sinnvoll, ja. Dass er mal kurz sagt, wo, wie. Also ich würde sagen, eine soll. Stellen wir hier auf die Ecke, hier unten. So, das und ist eine auf die andere Seite des Hauses. Und dann genau. Und dann schups, weg ist es. Genau. Und das Beste ist, du kriegst noch nicht mal die Items wieder. Genau. Und dann siehst du, wie meine Figur anfängt, rote Augen zu kriegen. Jetzt weißt du, wie die Angry Zombies entstehen. Genau. Der Creeper hat echt Spaß. Jo. Also ich lege mich heute mit keinem Creeper mehr an. Ach, wieso? Soll ich das für dich holen? Meine armen Bienchen. So, blim. Der Creeper hat sich erledigt. Gut. Wollt ihr ja auch, das ist ja der Witz an der Sache, wenn ich jetzt hier mit meinem Schwert angucke, ja, und da einfach einmal auf den Creeper raufhau, wo ist der weg? Tja, man muss halt nur draufhauen. Genau. Ja, die haben sich angepasst. Die wissen, dass du so ein Schwert hast, dann haben die sich jetzt, darum sprengen sie sich mittlerweile in die Luft, bevor du da bist. Ja. Hail! Hä? So machen? Okay. Ja, dann sag mal an, wo möchtest du denn gelehrt haben? Gleich, ich möchte erstmal das noch das... Dach da weg. Ich möchte erst noch das komplette Dach fertig machen. Ach, genau! So. Ups, ja, und ernten. Ja, der Vorteil an so einem Filler ist, während du was anderes machst, arbeitet der ja alleine, ne? Ja, ja, schon klar. Wo du hast du denn, wo hast du denn Fäckelchen? Ich hab die in der Hand. Weißt du, wie du sie stecken musst? Nee, ich hab noch nie einen Filler benutzt. Ja, dann ist ja gut. Na, ein Glück, dann wird's ja spaßig. Ja. Der Bereich, den du jetzt absteckst, der wird quasi nicht genommen. Das heißt, es würde erstmal um dein Haus rumbauen. Ach so. Genau. Das du heißt. Eine große Ebene auswählen auf jeden Fall. Ja, ich muss erstmal eine kleine auswählen. Oder kann man da auch mittlerweile um die Kurve gehen? Nee. Man kann es mal versuchen. So. Hast du einen Hebel dabei, dass du sehen kannst, wo die Dinger lang gehen? Ein Hebel? Nö. Du kannst du auch so anklicken, dann siehst du sie doch. Achso, du meinst zum Abstecken vorher. Mhm. Das geht aber auch so mit anklicken, glaube ich. Nee. Dann mache ich mir halt schnell ein Hebelchen. Das ist jetzt nett als oder Hexenwerk. Eine Redstone-Fackel kannst du auch daneben legen. Ich bin auch mutig.
Mein Bogen bleibt schön in der Hand. Glück habe ich mein Jetpack vorher aufgeladen. Ja, ich habe ja wegen Strom unten. So, das heißt, wir haben jetzt hier. Wir haben hier. Ja, klar. Wie ich mich kenne, war das zu niedrig. Zu niedrig? Ja. Wie ich mich kenne, habe ich keine Erde dabei. Ich habe 12 Block. Ja, ich habe eine ganze Kiste voll. Ich habe hier noch ein Diggers Backpack mit 15 Slots belegt oder so. So, machen wir die Fackel wieder ab. Jetzt geht sie nicht mehr ab. Ja, die Fackeln sind irgendwie seit dem neuen Update echt schwerer zu treffen. Ja, da muss man. Weil die noch so eine ganz kleine Box haben. Ja, ist doch schick. So, ist so schick, dass sie nicht gehen. Ah, jetzt. Okay. Und. Hätte ich mal gesagt, gehen wir daher. Hat er nur so hoch baut, dass ich keine Ahnung mehr habe. Ja, aber damit wirst du jetzt ein Problem kriegen. Ja, oben darfst du sie nicht hinsetzen. Du musst dich hier unten den blauen Pfeil lang graben. Ja, aber das geht nicht. So connected er die nicht, oder? Auch hier unten? Ne, guck mal, er hat sie oben connected. Das macht das Tatsache durch die Fackel durch. Wow. habe ich noch nie gemacht. Ich habe ja gesagt, ich habe das Ding schon mal benutzt. Ja, dann ja ich auch. Aber mal gucken, wo wir ihn hinsetzen. Hast du noch ein Fäckelchen? 4 Stück habe ich dir gegeben. Ich habe nur 1, 2, 3. Ja, ich hatte 4 mit, habe ich dir alle gegeben. Ich habe keine. Da wird wohl jemand einen Lapislazuli opfern müssen. Ach. Davon habe ich ein paar. Die tun mir nicht weh. Und okay. Einen Redstone brauche ich noch. Ansonsten hätte ich hier draußen auch so eine nette blaue Blume. Ja, die habe ich ja auch in meiner Kiste, aber so und so und so. Was ich übrigens sehr hübsch finde, ist dieser nette Baum hier. Welcher nette Baum? Sehr schick, der da. Ach so, du meinst das Streichholz? Genau. Das grüne Streichholz. So hoch muss er aber, glaube ich, nicht, oder? Nee, das ist zu hoch, ja, sehe ich auch so. Ich glaube, an die dritte Position oder so. Sag mal, nee, noch eins tiefer, hier. Hier hin. Ich hab's runterfallen hören und klacken hören. Ich hab's dann. Ach. An die dritte, glaube ich. Genau. So, okay. So, dann ja, wir sie kannst ja trotzdem unten Filler ransetzen. Ja. Ja, der muss hier hinten dann hin. So. Wie wär's mit hier unten? Nee, unten geht du musst die Kreuzung nehmen. Ja, der muss hier oben hin. Aha. Ich weiß nicht, ob er jetzt. Warte mal, der muss ja. Ich hab die immer an die unterste Fackel gestellt. Ja, schon immer. Genau. Ja, genau. So. Ich gehe. Ach, okay. Du holst die zwei, ich hol die da hinten und die andere. Ja, dann. Und gleich ist mein Jetpack leer. Drei Glas drüber. Was? Drei Bricks untere Reihe, drei Glas drüber. Aha. Für alle die wo es noch nie einen Filler gesehen haben. So muss das ausgucken. Ist Ebenen. So, pass mal auf, komm mal runter hier kurz, Track. Wo ist bei dir runter? Mir hier. Hier hast du noch einen Teil aus der Zukunft. Noch ein Teil aus der Zukunft. Mhm. Cool. Und den muss ich jetzt daneben stellen, stimmt's? Ja, einfach nur reinstellen. Oder rauf, so. Ist egal. Und wenn ich den hingestellt hab, macht's... Ja, dann geht's ab. Braucht er nie einen Schalter? Nee, wollte ich auch gerade sagen. Direkt dran. Ah, er versucht wahrscheinlich irgendwas drunter aufzufüllen, jetzt. Hast du ein bisschen Erde, schmeiß mal Erde rein. Hier brauchen wir uns keinen Schalter. Ah, jetzt ist er am Werkeln. So. Oh, das geht ja wirklich fix.
Ja, die Zelle ist sehr nett. Es macht wirklich Spaß damit. Ja, sowas habe ich in meiner Zeit noch nicht. Die Zeit muss ich erst noch erfinden. Ja. Aber da ich ja momentan auf das kleine Update warte, was hoffentlich bald passiert. So, und peng. Und abbauen bitte, ich habe kein Omnitool. Ich, ja. Kann ich leider nicht mit dienen. So, das heißt jetzt. Jetzt muss so, ich mit meinem Schäufelchen. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen mehr Aufgaben. Es waren gerade mal 40.000 MJ. Ja, ja, habe ich. 8%. Hier, ich habe dir die Fackel mal hinter dich geschmissen, die restlichen. Hey, ich steck's auf den Boden und der geht sofort in die Wand. Willst du mich jetzt verarschen? Das macht aber ja, normal. Das macht er, ist das egal. Ja. Okay. Er mag Wände lieber im Moment. Ja. Ein bisschen wandaffin. So, dann gehen wir mal. Schau, mein Creeper-Loch ist hier. Oh, ja. Er hat sich gedacht, der muss mir auch helfen. Der Creeper wäre mir ja egal, wenn da nicht noch diverse andere Probleme dran wären. Ach so. Ja, Bienen, das war Gott sei Dank nett. Also gerade die Majestics, beziehungsweise die Noble Imperial Branch, das war schon fies. Das ist 67, ich muss auf 67. Darum macht man da übrigens einen Schalter ran und dann, na egal. Der will mich ärgern. Jetzt. Tui. Jetzt mager. So, na dann. Und bling. So, und das ist jetzt hier eben plus 191. Brrrt. Dann rauschen wir mal schnell zu plus 191. Der Vorteil ist, du brauchst hier nur eine zweidimensionale Ebene sowieso machen. Ja. So. Weil dafür ist dieses Programm, was ich dir gezeigt habe, gut. Der macht oben drüber alles weg und füllt unten drunter alles auf. Ja, darum benutze ich das ja immer. Aha. Dann kommt mal zu mir. Oder macht ihr es hinten? Egal. Hier ist die Kreuzung, hier muss der Füller hin. Na dann, hau rein. Ich hab sie. Ja, macht nichts. Kannst du direkt gehen. Ich seh sie nicht einmal. Dreck rein. Du musst hier noch Dings reintun. So. Na denn. Ich sagen, er ist grün. Sag mal los. Ich würde mal sagen, es fehlen Fackeln. Jetzt habe ich zwei. Ich hab keine. Ich hab eine. Ah, hier ist gerade. Ne, das war ein Blümchen. Und hier ist Nummer 3. So, und habt ihr wegen Erde rein? Ja. Gut. Auf jeden Fall merkt ihr schon, das geht ein bisschen schneller, ich weiß. Also ich hätte euch auch gerne alles ausgeschaufelt, 4000 Kisten angelegt mit Erde. Aber ich habe mir gedacht, das machen wir ein wenig schneller. Euch zuliebe, dass wir auch mal ein wenig weitermachen können. So, ich habe die Energiezelle schon wieder abgenommen. Und ich bin mal wieder meine Lieblingsbeschäftigung. Ich bin voll. Ja, ja. So. Sollen wir dieses Stück hier zwischen noch mit Hand ausheben? Ich habe einen relativ flotten Spaten dabei. Du hast einen flotten Spaten dabei. Mein hat sich gerade zerlegt. Ich guck gerade, ob ich noch einen Ersatzspaten habe. Nee. Aber zwei Hose habe ich. Vielleicht kommt ja gleich noch so ein netter Abbauhelfer. Ja, die kommen gerne. Aber die bauen immer die Sachen ab, die wo sie nicht abbauen sollen. Das ist ja der Mist. Wenn die Problematik. Genau, du darfst das Licht halten. So. Aber hübscher Weg, den du dir hier gebaut hast. Guck mal, der Creeper hat sich selber eingesperrt. Ist bei dir im Vorgarten. Aha, er war im Vorgarten.
Die Frage ist nur, wie ist der in den Vorgarten kommen? Wahrscheinlich da drin gespawnt. Ja, wahrscheinlich soll ich mal lichteln. So, jetzt noch ein bisschen was abtragen irgendwo. Ja, muss ich gleich gucken. Moment. So. Schau, da ist mein Hausschwein. Ah. Ist jetzt mein Gartenschwein. So, dann hätte ich gesagt, kommst du dahin? Du kommst dahin? Halt daran machen. Ah, ich habe sogar ein Einstecken. Ja. Ein Schalterchen. Ein Creeperchen. Immer seine Vorteile mit dem Schalter. Ein Böckchen. Ein Todescreeperchen. Also wie gesagt, du kannst hier ruhig ein Stück weitergehen, wenn jetzt hier noch so... Ja, pass, du spielst doch. So nicht. Sind noch ein paar Intermänner da. Ja, ich gucke auch gerade, ob er eventuell noch irgendwo einen Enderman auftreiben kann. Die nehme ich ja gerne mit. Ja, da gibt's nur leider zu wenig. Also auf jeden Fall. Ich war ja vorhin schon froh, dass da zwei vor meiner Haustür gespawnt sind. Da wird's ja dann gleich wieder Terror gegeben haben, weil diese Folge wird ja ausgestrahlt, nachdem meine nächste Folge ausgestrahlt wird. Von daher, hihi. Ja, so ganz leichte Verzögerung. Ja, so eine Woche. So. Hallo, Küker. Vorsicht, da ist noch einer. Hast du gesehen, wie ich den erwischt habe? Sogar beim Laufen. Ich glaube, ich hab's langsam raus mit dem Bogenschießen. Und noch ein Bling. Oh. Oh, hier sind noch mehr Hausschweine. Welches ist denn hier? Schau mal, Zibi, den hast du auch verärgert. Den? Den? Nee, den hab ich nicht verärgert. Doch, den wolltest du auch das Haus abreißen. Hab ich das Haus abgerissen, ja gut. Das kann vorkommen. So, dann laufen wir mal in die Richtung noch ein bisschen. Hier war wohl auch mal ein Creeper am Berg. Oh oh. War zwei. Hier geht's so. Ja gut ab, muss man sagen. Ja, also... Ah ja, leveln kann man hier schön. Bald noch schon, besser? Doch, ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Yeah. Ja, wenn du eine schöne glatte Ebene hast, auf jeden Fall. So. Fertig. Spi. Juhu! Flupp. Oh, die war etwas größer, die Ebene? Okay. Die ist ein bisschen größer, ja. Ja, das ist in Ordnung. Ich habe ja genug Energie mitgebracht, um mehrere Chunks auszuheben. Ja, du hast ja sowas wie Energie. Ich habe nur noch, ich glaube, so 50 Lavazellen. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ich das Output überhaupt aufs Maximum gestellt habe. Nö. Moment. Oh, oh, schau mal, da hinten steht eine Creeper-Parade und die auch noch ineinander. Die hatten sich alle versteckt. Ja, ja. Immer diese Abbauhelfer. So. Das Schwein wird sich gleich wundern. So, schau mal, ist da noch genügend Erde drin? Ja. Schmeiß hier noch was rein. So, und ich gehe mal schnell zum Haus zurück, bevor ich mich jetzt hier totschweige. Okay, geht zum Haus. Und wir machen noch wegen Dach. Ja. Was? Ist denn hier schon mit dem Abbauen etwa? Nee, aber der braucht ja noch ein wenig. Nö, der ist durch. Ja, noch nicht ganz, aber fast. Hat einen letzten zwei rein. Chuck. Chuck und Chuck. So. Du hast die Zelle auch gleich mitgenommen. Ups. Nö, pff, kannst du ja behalten. Muss den nehmen. Was? Darf ich behalten? Davon kann ich noch welche bauen, da habe ich gar keine Probleme mit.
Guck mal, was da kommt. Ripoli! Und hier kommt er. Komm mal her, Freund. Komm mal her. Ah. Er ist ziemlich gesichtslos auf mich zugerannt. Zumindest habe ich es jetzt. Ich habe schon gesagt, in dem TP fehlt eigentlich noch ein Skelett ohne Kopf. Ja. Weil hier rennen ja auch Zombies mit Skelettkopf rum. Und irgendjemand muss es ja geklaut haben. Ja, wenn, dann muss es aber auch Skelette mit Zombie-Klöpfen geben. Weil es gibt ja auch Zombies ohne Köpfe. Stimmt. Logische Schlussfolgerung. Im Übrigen, wenn du die Fackel jetzt hier weiter hintersetzt, also jetzt hier zum Beispiel hin, filtert das auch auf die Höhe wieder auf. Das heißt, auch wenn du es hier rüberbauen würdest, dafür bräuchte man natürlich eine Menge Erde. Aber wenn du jetzt hier die Fackel hinsetzt, dann... Hoch! Du hast anscheinend Spaß. Guck mal, der hat auch schon geguckt, nur noch einen halben Kopf gehabt. Und auf einmal waren sie da. So. Hallo Kuh. Komm mal her, Freund. Habe ich den Schalter ausgemacht? Nö. Ich glaube, das ist zu weit. Weit gibt's nicht. Nein, du gehst weg. Also, zu weit ist ab 64 mal 64. Du, dann sage ich, es könnte ein wenig zu weit sein. Nee, 64 hört genau hier auf, guck mal. Okay. Darum gibt's ja die Laser da dran. Ne, wa? Ah. Hier hängt eine schöne Aura. Eine 319er. Aber nicht, dass die mit abgebaut wird. Die ist zu hoch, glaube ich. Ne, die ist zu weit links. Die ist da. So, hast du jetzt alles gemacht? Ich hoff's. Ja, na dann. Guck mal doch mal. Gibt Gummi. Da ist eine. So, mein Jetpack jammert, mein Magen jammert auch. Ah, laufen wir an den Blaubeeren vorbei. Eine Blaubeer, noch eine Blaubeer. Erdbeer. Macht er jetzt was oder macht er jetzt nichts? Ich glaube, er hat zu wenig Erde. Was? Ich habe 4 Stacks reingebrochen. 4,5. Er ist auch grün und er zieht Energie. Aber ich sehe nicht, wo er ist. Achso, er wird wahrscheinlich was aufbauen, oder? Das kann schon sein. Wenn ich jetzt mal Erdbeer finde. Yep. Hast du hier ausgeleuchtet irgendwo im Keller? Hä? Hier irgendwo was ausgeleuchtet. Ach nee, hier stand irgendwo ein Zombie, glaube ich, drin. Genau, hier stand ein Zombie. Und noch ein Zombie. Wo ist er denn schon wieder? Hier im Teich. Und hier ist eine Spinne. Heißt das, das Schweinchen muss auch weg? Yep. Entschuldigung. So. Und da hinten ist auch noch eins. Wir müssen mal gucken, was hier irgendwo was ist. Sieht eigentlich ganz gut aus. Das sollte eigentlich hinkriegen. Ich sehe jetzt momentan nichts, was im Weg steht. Macht der irgendwas? Vorhin habe ich ihn noch. Ja, ich habe ihn auch gerade kurz. Kann natürlich durchaus sein, dass er jetzt ein anderes Problem hat. Jürgen? Ja? Tausch mal bitte die Vorlage gegen reines Glas aus. Kann auch sein, dass hier die Höhlen einfach zu tief sind und hier unten haufenweise Viecher drin sind. Weil das verbraucht jetzt zum Beispiel die ganze Zeit Energie, obwohl er. Dann haben wir aber das Problem, dass wir dann noch einen dritten Marker setzen müssen. Einen vierten, meine ich. Nee, einfach nur. Ach so, ja, weil stimmt. Dann macht er ja nur die eine Ebene. Ja, dann musst du nochmal abbauen. Da hat jetzt der Dreck. So, eine Fackel habe ich. Ich auch. 4 Fackeln brauchst du jetzt, weil du jetzt auch noch die Höhe machen musst. Ja, das dürfte reichen, oder? Ja. So, dann renne ich mal wieder dahinter. Ich habe nur noch eine Fackel. Oh, jetzt habe ich noch eine. Also ich habe keine. Ich auch nicht. Habt ihr oben die Fackel schon gesetzt? Nein. Nee. Okay, dann gibt's ein Problem. Weil ich habe wieder... Ich habe definitiv nur 3. Ja, wir hatten ja gerade auch nur 3 gesetzt. Genau. Mehr habe ich nicht. Das heißt, wir müssen noch eine Fackel bauen. Ja. Ich guck mal, was deine Kisten hergeben. Dann bauen wir ich hatte doch gerade noch 4. Wieso ist jetzt schon wieder eine weg? Moment. Habe ich die vielleicht in meinen Rucksack
geschmissen? Nö, da sind nur Seeds drin. Seeds im Rucksack sind immer gut. Ja, ja, klar, gut. Weil das Zeug musst du als erstes weghauen, weil sonst gehst du kaputt. Erdeklies, Fasterstein, Blume, Farbe. Ist im unteren Project. Im unteren Project? Mhm. Da. Aus irgendeinem Grund sind die Creeper in letzter Zeit aktiver geworden. Ach, echt? Hab ich gar nicht gemerkt. Okay, hab ich. Ach, wie schön. Willst du das ganze Zeug hier von den Viechern haben? So Gunpowder und so ein Mist? Och, kannst behalten. Beats und bla. Okay, dann klicken wir oben. Hi, super. Fackel 1, Fackel 2. Mir fehlt ein Glas. Hat einer von euch ein Glas? Ja. Hab ich. So, hast du jetzt 4 Fackeln? Nee, ja, jetzt hab ich bis jetzt habe ich 2. Gut, dann gehe ich die rechte holen. So, dann kann ich den eigentlich schon setzen, ne? Ja. Fängt er schon an? Ja. Gut. Hast du? Ja. Ich hab die Fackel. Wenn ihr mir den natürlich wieder wie immer vor die Füße geschmissen habt, kann natürlich sein, dass ich schön dran vorbeigerannt bin. Ich hab dir eigentlich nichts vor die Füße geworfen. Aber ich pack die Fackel jetzt einfach mal eiskalt hier rein. Ja, auch ein Inventar, ne? Ja. Ja, weil es kann auch durchaus das Problem sein, dass er hier mit dem Wasser nicht klargekommen ist. Ja. Problem könnten wir gleich auch noch bekommen. Weil ich glaube, Wasser-Source-Blocks baut er nicht ab, oder? Nein. Weiß ich gar nicht. Nee, macht er nicht. Ich habe keine Erde dabei. Das heißt, du wirst hier gleich eine Flut haben bei der nächsten Ebene. Ich habe ein bisschen Erde dabei. Ja, dann beeilt euch mal. Ich kann dir ein Stackchen geben. Ich habe gerade meinen Rucksack auf Resupply geschickt und helfe euch ein bisschen. Das ist schön, wenn du die ganze Zeit die Erde falsch baust. Ah, scheiße! Wir müssen nur den Source-Block finden gerade. Oder die Source-Block. Ja, die sieht man ja. Ja, die baut. Nur wenn das unendliche Quelle ist, ne, dann kannst du machen, was du willst, ne, da wirst du ja. Ja, direkt wieder ab. Ja, dann müssen wir mal warten, bis er fertig ist. Ja, oder genau, wir warten, bis er fertig ist. Sind ja nur 9 Stück oder so, wa? 3x3? Ja. So. Schweinchen, da, ich freu's dich. Jupp. Siehst du? So, ich sammle mal wieder die Blümchen ein. Sag mal, wenn er fertig ist. Oh, schon gut was weggerodet hier. Ja, ne? Er ist durch. Durch? Ja. Ja. Okay, na dann. Machen wir mal die Water Source hier weg. Ich komme nicht mal hin und ich habe kein Jetpack mehr. Hier ist noch einer, warte. Oh Gott. Hä? Ja, der hat hier weiter einen See gebaut. Du musst die. Erwischt. Auf jeden Fall den einen. Also dafür müsste es noch irgendeine Option geben, ey. Aber wir können ihn ja gleich nochmal kurz anschmeißen, dann. Und zweiten und letzten. Müssten wir haben, genau. So, ich mach nochmal kurz an. Braucht er den Mist ja nicht abbauen.